Sie sind hier, 23. November 2018, Update um 19.43 Uhr, von Sport1, Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Kai Havertz steht in der Startformation von Bayer Leverkusen, Urheberrecht Getty Images. Update: Der VfB Stuttgart ist aktuell Schlusslicht der Bundesliga, möchte aber bei Bayer Leverkusen den zweiten Sieg in Folge einfahren. Doch die Bilanz gibt Anlass zur Sorge. Bundesliga-Schlusslicht VfB Stuttgart möchte den nächsten Schritt aus dem Keller machen. Service-Bundesliga-Tabelle: Vor der Länderspielpause feierten die Schwaben den mit dem 2:0 in Nürnberg ersten Sieg unter Markus Weinzierl. Bei Bayer Leverkusen, Bundesliga, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart ab 20.30 Uhr im Live-Ticker, soll nun der nächste Auswärtssieg her. Weinzierl setzt auf Routinier Mario Gomez im Angriff und Weltmeister Benjamin Pavard in der Verteidigung. Verzichten muss der VfB auf Daniel Didavi, der an Achillessehnenproblemen laboriert. Leverkusens Trainer Heiko Herrlich setzt auf die Bender-Zwillinge und in der Offensive soll Shootingstar Kai Havertz für die Torgefahr sorgen. Leon Bailey muss auf der Bank Platz nehmen. Service, Spielplan der Bundesliga, die Aufstellungen. Leverkusen, Hiradecki, L, Bender, THS. Bender, Jedweit, Baumgartlinger, Aranguiz, Belarabi, Havertz, Brandt, Volland, Stuttgart, Sila, Beck, Kempf, Pava, Inshua, Askasiba, Augo, Mafio, Gentner, Gonzales, Gomez. So können Sie Leverkusen, Stuttgart live verfolgen. TV, Eurosport Extra HD Stream, Eurosport Player Ticker, Sport1.de. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr von Sportinformationsdienst.